Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem es um Gänsehaltung für Selbstversorger geht. Der Film teilt sich in mehrere Punkte ein, so zum Beispiel den Gänsestall einrichten, Gänse im Freilauf, Gänse mit anderem Geflügel halten, der Gänsenachwuchs und natürlich werden auch verschiedene Gänserassen wieder eine Rolle spielen. Und vielleicht kann ich euch auch für die eine oder andere seltene Rasse begeistern. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß. Früher waren Hausgänse ein vertrauter Anblick an jedem Dorfdeich. Heute gehören sie in manchen Regionen fast schon zu den Raritäten unter den Haustieren. Viele Vorurteile kennt man über sie. Manche davon stimmen, wie etwa, dass Gänse sehr laut sind und sogar einen Wachhund ersetzen können. Andere sind falsch, wie zum Beispiel, dass Gänse dumm sind. Die dumme Gans ist in Wahrheit sehr intelligent und ich möchte diesen Film darum so gestalten, dass ihr Wohlergehen im Vordergrund steht. Gänsehaltung also, so wie sie aus Sicht der Tiere gut ist und nicht nur für den Menschen am praktischsten. Nicht ohne aber dabei aus dem Blick zu verlieren, dass man Tiere als Selbstversorger natürlich nicht nur als Spaß hält. Gänse sind Nutztiere und das werden sie wohl auch in Zukunft bleiben. Gänse sind nicht anspruchsvoll, was den Stall angeht, möchte man meinen, weil man oft Gänseställe im Hundehüttenformat sieht, in denen ein Paar gehalten wird. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht und problematisch werden zu kleine Ställe spätestens dann, wenn die Tiere mal nicht den ganzen Tag über raus können, so wie aktuell in vielen Regionen wegen der Vogelgrippe der Fall. Schon unter normalen Umständen sollte man jeder Gans einen Platz von einem Quadratmeter zugestehen. Bei ganztägiger Stallhaltung sollte es wesentlich mehr sein. Auch wenn Nachwuchs geplant ist, muss man von vornherein großzügiger planen. Ein aus Sicht der Gänse guter Gänsestall ist hell und schön trocken, mit saugfähigen Holzspänen eingestreut und etwas Stroh zum Nestbauen ausgestattet. Eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden der Tiere spielt auch die Belüftung. Die Luft soll zirkulieren können, weil der Kot der Tiere sonst höllisch stinkt und Ammoniak bildet. Zugleich wollen die Gänse aber auch keine Zugluft haben. Ohne den regelmäßigen Auslauf im Freien kann man Gänse eigentlich nicht wirklich tiergerecht halten. Bei großzügigen Platzverhältnissen können sie ihr arttypisches Verhalten ausleben und dazu gehört nicht nur, dass sie es lieben, im Gänsemarsch um die Häuser zu ziehen. Gänse sind beispielsweise auch stark territoriale Tiere. Das heißt, dass sie ihr Revier gut kennen und auch verteidigen, wenn es notwendig ist. Es macht Spaß, sie dabei zu beobachten, auch interessant, wenn dabei verschiedene Rassen aufeinandertreffen, wie hier Höckergänse und Lockengänse. Ein wenig Action gehört zum Gänseleben einfach dazu. Damit sie es aber in manchen Fällen nicht zu sehr übertreiben, ist dann auch ein guter, tiergerechter Zaun vonnöten. An sich sind Gänse leicht an den Hof zu gewöhnen, aber sie hauen zuverlässig ab, wenn es in der näheren Umgebung eine Wasserstelle gibt, die verlockender und einladender ist als die eigene Wanne auf dem Hof. Und ja, damit sind wir auch schon beim Thema Wasser. Gänse und Wasser, das gehört eigentlich selbstverständlich zusammen. Schließlich sind Gänse ja Wasservögel. Aber die unzähligen Gänse in den Mastställen können vom Baden und Planschen nur träumen. Und so ist jede einzelne Gans, die dieses Schicksal nicht teilen muss, ein Glückspilz. Ich bitte euch inständig, eure Gänse nicht ohne Wasser zu halten. Es fängt schon mit dem Komfortverhalten der Gänse an. Sie brauchen das Wasser für ihre tägliche Gefiederpflege und verbringen tatsächlich auch einiges an Zeit damit, wenn man sie so den ganzen Tag über beobachtet. Auch der Drehtakt, womit die Barung gemeint ist, findet bei Gänsen in der Regel auf dem Wasser statt und so sollte eine Badegelegenheit mit mindestens 40 cm Tiefe schon alleine für das Züchten eine Selbstverständlichkeit sein. Gemütlich, aber zielstrebig watschelt das fränkische Landgansbar durch den Schnee zur Wasserstelle.
Es hat sich schon ein richtiger Trampelpfad herausgebildet. Auch im Winter sollten und müssen Gänse nicht eingesperrt bleiben. Fast alle Rassen sind ausgesprochen wetterhart. Ganz besonders die alten europäischen Landgänserassen, welche ja von der wilden Graugans abstammen. Sie sind in unseren Breitengraden in der Regel hervorragend akklimatisiert und ihr ganzer Stoffwechsel, die Befiederung, ja selbst die Durchblutung der nackten Watschelfüße ist perfekt auf winterliche Verhältnisse eingestellt. Auch im Winter sollten die Gänse immer Zugang zu Badewasser haben und im Notfall muss man dafür sorgen, dass die Eisfläche künstlich eine offene Stelle aufweist. Das Badewasser ist im Winter sogar besonders bedeutungsvoll, denn wie wir gehört haben, brauchen die Gänse das Wasser ja für ihre Gefiederpflege und nur ein gut gepflegtes und schön anliegendes Gefieder schützt die Gänse im Winter zuverlässig vor der Kälte, denn das Gefieder isoliert gemeinsam mit der Fettschicht. Fütterungstechnisch unterscheiden Gänse sich mehr vom anderen Hausgeflügel, als man vielleicht annehmen würde. Selbst die Entenfütterung ist mit der Gänsefütterung von Natur aus eigentlich nicht vergleichbar. Mehr als jedes andere Nutzgeflügel sind Gänse in ihrer Verdauung auf Grünfutter eingestellt und so entspricht es eigentlich nicht wirklich ihrem Naturell, sie nur mit Körnerfutter zu ernähren. Unter natürlichen Verhältnissen sind Hausgänse genauso wie die wilden Graugänse regelrechte Weidetiere, die geradezu dafür gemacht sind, Grünflächen zu nutzen und kurz zu halten. Den halben Tag sind sie mit dem Abzupfen des Grases beschäftigt. Wer seinen Gänsen eine Weidefläche bieten kann, spart sich schon mal viel an Futterkosten. Klar fressen Gänse auch gerne Körnerfutter und nehmen das natürlich liebend gerne an, aber viele Rassen verfetten auch schnell, wenn man sie zu körnerlastig füttert. Darum sollte immer auch Grünfutter beigemischt werden. Und besonders im Winter ist es wichtig, den Tieren auch mal Salat, Kohl, geriebene Karotten und anderes Grünzeug zu geben. Das Thema Futter ist ein recht umfangreiches und ich empfehle euch hier, dass ihr euch auch ein bisschen in die Literatur einlest. Der größte Stolz eines Gänsezüchters ist natürlich gesunder Nachwuchs. Gänseküken werden in der Fachsprache Gössel genannt und sie sind im Vergleich zum Nachwuchs vieler anderer Vogelarten von Anfang an recht weit entwickelt und können bereits vieles genauso wie die Großen. Entscheidend für den Aufzuchterfolg sind zumeist die ersten paar Wochen, denn ab der 5. bis 6. Woche wächst den Kleinen bereits das Gefieder recht schön und sie sind dann aus dem Gröbsten raus. Die Brutdauer beträgt bei Gänsen 28 bis 32 Tage. Nicht alle Rassen eignen sich allerdings für die Naturbrut, darum kann sich der glücklich schätzen, der ein harmonierendes Gänsepaar hat, das erfolgreich den Nachwuchs Jahr für Jahr aufzieht. Die künstliche Aufzucht der Küken gestaltet sich bei Gänsen ähnlich aufwendig wie bei Hühnern. Darum ist die Naturbrut im Zweifelsfall vorzuziehen. Idealerweise sollte ein Gänsepaar bereits 2 oder 3 Jahre alt sein, bevor man es das erste Mal brüten lässt. Es ist nicht immer ganz unproblematisch, Gänse mit anderem Geflügel gemeinsam zu halten. Am besten klappt es mit Enten und größeren Hühnerrassen. Wichtig ist hierfür allerdings genug Platz, denn die Gänse verhalten sich nun mal gerne etwas aggressiv. Gewöhnt man halbwüchsige Gänse an anderes Geflügel, kann es sogar sein, dass die Gänse einen Beschützerinstinkt entwickeln und dann Hühner und Enten auch gegenüber Raubfeinden verteidigen. Ein bedeutsamer Aspekt der Gänsehaltung ist die Auswahl der Rasse. Es gibt mehr Gänserassen, als man annehmen würde und man kann sich hier von der Optik leiten lassen oder aber gezielt auf bestimmte Nutzeigenschaften achten. Im Folgenden stelle ich euch 13 auserwählte Rassen vor, die für Selbstversorger je nach Bedarf interessant sind und zum Teil aber auch aus Gründen der Erhaltungszucht empfehlenswert wären. Beginnen möchte ich mit den weißen Gänserassen. Die finde ich am schwierigsten zu bestimmen, da sie sich alle so ähnlich sind
und anschließend wird es dann aber immer interessanter, bunter und vielfältiger. Was ihr jetzt seht, ist die zahlenmäßig häufigste Gans, nämlich die weiße Mastgans, bei der es sich um eine Kreuzung handelt, die speziell für die Fleischproduktion im größeren Stil entwickelt wurde. Sie ist einfach erhältlich, aber keine echte Rasse, und ich zeige sie euch hier auch nur der Vollständigkeit halber. Eine richtige weiße Rassegans wäre dann schon zum Beispiel die deutsche Legegans. Legegänse wurden in der ehemaligen DDR entwickelt und legen für Gänseverhältnisse tatsächlich recht viel. Circa 40 Eier schaffen die weiblichen Tiere im Jahr, einzelne bringen es aber auch auf bis zu 60 Eier. Auch die Diepholzer Gans ist klassischerweise weiß und wie ihr Name schon verrät, liegen ihre Ursprünge in den Moorlandschaften der Diepholzer Niederungen in Niedersachsen. Diepholzer Gänse gelten als extrem gefährdet, sind aber sehr robust, widerstandsfähig und selbstständig im Verhalten und daher auch für Selbstversorger interessant. Früher wurde diese Rasse oft halb wild gehalten, die Tiere kamen aber immer wieder selbstständig nach Hause zurück. Und ich habe auch gleich noch eine dritte weiße Rasse aus Deutschland für euch, nämlich die Lippegans. Sie stammt aus Nordrhein-Westfalen und konnte auch nur in letzter Minute vor dem Aussterben bewahrt werden. Dabei wurde sie früher in recht großer Zahl als Weidegans gehalten. In seltenen Fällen findet man Lippegänse auch in gescheckten Varianten. Die fünfte weiße Gans ist jetzt schon etwas leichter zu identifizieren, denn sie hat ein gelocktes Gefieder und ist damit ein absoluter Blickfang. Lockengänse sind historisch schon seit vielen Jahrhunderten für das Gebiet rund um das Schwarze Meer belegt. Man verwendete die Lockenfedern früher als Hutschmuck und fertigte Federperücken damit an. Wenn die Belockung nicht so extrem ist, leiden die Gänse auch nicht darunter und sie gelten sogar als recht robuste und selbstständige und unkomplizierte Rasse. Obwohl man die ungarische Lockengans heute zumeist in Weiß sieht, gibt es in ihrer Heimat auch zahlreiche andere Farbschläge, die recht interessant sind. So, und jetzt mal weg von den weißen Gänsen. Toulouser-Gänse gehören international zu den bekanntesten und wichtigsten Gänserassen, sie stammen ursprünglich aus Frankreich und werden meistens in einer extrem schweren Variante gezüchtet. Kaum bekannt ist die hier zu sehende Variante, sie ist etwas leichter, hat aber eine Federhaube und wirkt dadurch recht keck. Wie die Toulouser-Gans ist auch die Bommern-Gans vergleichsweise bekannt und nicht unmittelbar in ihrem Bestand bedroht. Bommerngänse kennt man zumeist in dieser gescheckten Variante, die jetzt zu sehen ist, und hierbei ist das Scheckmuster auch festgelegt, wie es auszusehen hat. Neben den gescheckten Tieren kennt man zum Beispiel aber auch einen einheitlich grauen Farbschlag und einen rein weißen Farbschlag. Die seht ihr jetzt hier im Badeteich. Unter der Bezeichnung Landgänse werden Gänse gezüchtet, die dem leichten, historisch belegten Schlag der Hausgans entsprechen. In vielen Regionen haben sich solche Typen mehr oder weniger rein gehalten, in Österreich zum Beispiel die österreichische Landgans. Seit jeher wurden Landgänse auch von Rassegänsen beeinflusst, deswegen findet man sie heute in den unterschiedlichsten Varianten und es gibt teilweise durchaus auch etwas schwerere Exemplare. Der österreichischen Landgans recht ähnlich ist die bayerische Landgans und die Verbreitungsgebiete der beiden Rassen dürften sich in der Vergangenheit ja auch überlappt haben. Bei der bayerischen Landgans findet man sogar einige höchst seltene Scheckmusterungen. Das ursprüngliche Zuchtgebiet der bayerischen Landgans überlappt sich wiederum mit jenem der fränkischen Landgans, auch Frankengans genannt. Frankengänse züchtet man heute hauptsächlich im blauen Farbschlag. Sie sind ansonsten der bayerischen Gans aber recht ähnlich. Wir bleiben bei den deutschen Rassen und mit der Steinbacher Kampfgans haben wir hier eine besonders interessante. Schon der Name macht neugierig, tatsächlich wurden die Ganter dieser Rasse früher für Gänsekämpfe verwendet. Die Steinbacher Kampfgans kann auch die Gene der Schwanengans bzw. Höckergans nicht verleugnen, was man vor allem am Schnabel und am Kopfprofil sieht. Der Steinbacher Kampfgans habe ich also die perfekte Überleitung zur Höckergans. Höckergänse sind völlig andersartig als unsere europäischen Gänserassen. Sie stammen nämlich von einer anderen Wildform ab, nämlich der Schwanengans, die in Asien beheimatet ist.
Man unterscheidet grob afrikanische und chinesische Höckergänse, beide sind aber asiatischen Ursprungs. Und die afrikanischen Tiere gelten als etwas kräftiger und schwerer. Höckergänse wurden in der Vergangenheit oft mit traditionellen Gänserassen gekreuzt, so findet man heute auch Rassen, die Merkmale der Graugans und der Höckergans ineinander vereinen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die aus Russland stammende Kolmogory-Gans. Kolmogoris kombinieren die körperlichen Besonderheiten der Höckergans, wie zum Beispiel die Kehlwamme, mit der Farbenvielfalt der europäischen Landgänseschläge. Ja, mein Video neigt sich dem Ende zu, bin gespannt, ob es euch gefallen hat. In dieser Reihe sind von mir zum Beispiel auch schon erschienen Schweinehaltung für Selbstversorger und Ziegenhaltung für Selbstversorger. Könnt ihr auch reinschauen, wenn ihr mögt. Ja, und wer gar nicht genug kriegen kann, der kann natürlich auch auf Instagram schauen. Da poste ich unter dem Hashtag Happy Huhn immer wieder mal Bilder.